ausgeglichen. Mit Deutschland, Portugal. Ist sehr wichtig, also man hat schon Veranstaltungen erlebt, ich meine, da geht man vielleicht 5 Minuten zur Halle, hat gutes Essen, alles kurzläufig, ist wirklich sehr, sehr bequem und am Ende können wir uns da auch irgendwo an den Fußballern orientieren, die da schon ja, fast Jahre vor Beginn großer Meisterschaften an den Austragungsort reisen, um da optimale Bedingungen zu schaffen. Da ist es doch ein sehr wichtiger Eckpfeiler sozusagen ja, für den Erfolg. Ich habe erstmal probiert, hauptsächlich meinen Rücken wieder in Ordnung zu kriegen, den gut aufzubauen, damit ich nach Möglichkeit die HTM ja, beschwerdefrei überstehe. Ansonsten einfach die Spritzigkeit in mein Spiel und in meinen Kopf zu kriegen und ja, damit ich bei der EM einfach wieder mit Lust und viel Elan und Ehrgeiz an den Start gehen kann. Okay. Ich hoffe doch mit einigen verschiedenen, aber ich probiere das Spiel immer schon mit deutlich mit der Rückhand aufzubauen und ich hoffe, dass ich das auch bei der EM ja, meinen Gegnern sozusagen aufzwingen kann. Mein Verein hauptsächlich, ich spiele schon die 6. Saison in Orenburg, ist eine etwas kleinere Stadt, viel kleiner als Jekaterinburg und ist sehr, sehr ländlich und freundlich gehalten. Außerhalb Orenburgs bin ich jetzt kein Spezi sozusagen in Russland.